Europas Schlösser. Sie gehören zu unserer Kultur wie zu unseren Landschaften. Auf den Spuren des europäischen Adels erkunden wir das Loire-Tal in Frankreich, das deutsche Baden-Württemberg, Südengland, das italienische Piemont und die Schlösser rund um Lissabon in Portugal. Die Waffenkammer des Palazzo Reale in Turin. Machtdemonstration und Ort für Fantasien. Die Reisfelder des Piemont. Hier wächst der König des Reises. Seit Savoyer-Zeiten wurde er von Frauen großgezogen. Das Prunkschloss Stubinici. Erbaut für adliges Vergnügen. Die Kunst der Falkenjagd ist hier heute noch präsent. Der Weg der Schlösser im Piemont. Er führt uns heute von der Venaria Reale, einem der Hauptsitze der Könige Savoyens, über das Jagdschloss Stubinici bis zum Palazzo Reale in Turin.